Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber 3 Flussland. Heute kümmern wir uns um den Streckenausbau, um ein bisschen mehr hiervon abzutransportieren. Dafür brauchen wir wahrscheinlich zwei weitere Züge. Machen wir das doch einfach mal. Und kümmern wir uns hier um den Ausbau. Hier könnte halt noch mehr, aber wieder ein neues ankommen. Deswegen würde ich den Ausbau lieber hier machen. Soll hier beginnen, sag ich mal. Und einfach mal hier an der Strecke entlang gehen. Können wir eigentlich durchgehen, zweispurig belassen. Und hier wird es dann wieder in irgendeiner Weise zweispurig. Ist hier halt auf 116 runter. Dann brauchen wir noch mal hier ein Signal. Dann arbeiten wir hier wieder mit Doppelsignalen gleich. So, zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Wobei, den können wir wegnehmen und dann hier hinsetzen. Dann ist auch Highspeed, sehr schön. Dann nochmal hier irgendwo eine Connection, dass die auch, dass wir hier auch aufs andere Gleis kommen. Wunderbar. Und das sollte passen. Jetzt will ich natürlich gucken, was für einen Zug wir haben hier. 112 passen hier rein. Länge von 195. Wir haben hier die NoHab genommen. Dann nehmen wir einfach nochmal weiterhin die NoHab. Ich bin einfach weiter in den NoHab. Schafft man halt nur 120. 340, die kommen, auf die kommen wir noch. Güterwagen, Lebensmittel. Da kann man 116, das ist halt das Ding. Aber das werden wir noch erweitern, keine Frage. 160 Meter wollen wir jetzt haben. Hä? Oh, die Güterwagen sind länger geworden, deswegen. Okay. Dann sollten wir überlegen, ob wir das vielleicht nicht erweitern wollen. Wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Hier warten 190. Klonen wir das vielleicht? Okay, wir gehen direkt auf 4. So. Wir gehen direkt auf 4. Wir weisen denen die Linie zu. Die Produktion scheint gerade schon ziemlich gut im Gang zu sein. Gucken wir einfach mal, wie ob die Annahme hier ist. Okay. Bevölkerung von 802. Rohrbruch hat eine von fast 1000.
zum Beispiel mal bis dorthin fahren. Wird wahrscheinlich wieder gleich viel schon mehr Wartezeit werden, aber haben wir die auch gleich alle auf der Schiene? Sehr schön. Dann geht das jetzt auch hier wieder mehr in den Gang. Wie macht eigentlich gerade die Linie überhaupt? Güter, Lebensmittel, Altenstadtzug. Macht 4,26 Millionen. Nicht schlecht. Und wir haben jetzt Einheitswagen 4 und offenbar ein TGW. Einheitswagen 4, da passen mehr rein, das geht auf 200. Haben zwar noch keine Lokomotive dafür, aber wir haben TGW kurz, TGW normal und TGW entlang. Der 300 Spitze schafft, das ist sehr schön. Auch wenn wir das für diese Strecke prinzipiell gar nicht wirklich brauchen, da würde eigentlich schon ein TGW in kurz reichen, würde ich fast sagen. Wobei lang geht natürlich auch, ne? Weil wir haben halt natürlich hier so das. Stimmt, jetzt weiß ich ja, was ich machen wollte eigentlich noch. Hups. Ich nehme hier den hier als. Für so das hügelige Gebiet wollte ich den hier irgendwie so ein bisschen einsetzen. Ja, den TGW würde man dann wahrscheinlich eher so nutzen für die, so die größeren Städte halt. So gesehen als Hauptstadt-Ding. Er ist schon voll. Wunderbar, das. Da fließt jetzt wieder ordentlich Geld rein. Wobei ich ja schon fast sagen würde, wir können den halt auch mit den anderen Schienenbus damit ersetzen, mit dem Mirage. Da möchte ich mal gerade mal gucken. Das müssen wir sowieso nochmal irgendwann ersetzen. Aber was meine vielleicht nochmal off Dings. vielleicht ein 2er und ein 3er nehmen, so für die Abwechslung. Genauso wie hier, dass wir dann halt ein 2er dazwischen packen und hier halt noch ein 2er und ein 3er. Das würde ich fast nämlich sagen. Zu kaufen. Triebwagen, der Dreierling. Oder wir nehmen halt einen einfachen und oder wir steppen das ein bisschen ab, das ist halt die Frage. Wirklich viel schneller sind es halt nicht, ne? Also das muss man halt so sagen, aber da passen 128 rein. Machen wir es einfach mal so. Und dann packen wir da auch erstmal die Sofortersetzung raus. Schicken die Fahrzeuge, aber
ins Depot und verkaufen es alle. Ist halt die Frage, setzen wir diese alle auf eine Linie oder nicht? Ich würde sagen, nämlich nicht. Einfach aus dem Grund, weil wir... sowieso gar nicht so viele Leute haben, die da halt immer warten. Also das reicht eigentlich so vom Puffer her. Sind sie jetzt alle angekommen? Ja, ne? Ich glaube schon. So, halte ich. Ne, jetzt kommt der letzte. So, einmal alten Kundenstadt. Und auch einmal alten Kundenstadt. Dann hier alten Kunststadt Küstrow, da machen wir es einfach mal aus. Auch aus, so wollte ich sagen. Und schicken halt mal dasselbe Prinzip hier auch. Aber verdienen natürlich, wollen natürlich noch mal ein bisschen mit Geld verdienen, so. Wir brauchen noch für oben einen, deswegen klone ich das nochmal. Warten wir, bis der andere auch angekommen ist. Und schicken den hier auch zurück. Und dann den anderen auf Reise. Schicken wir mal, das passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Haben wir diesen Chilimus auch weg. Können den jetzt auf alten Kunststadt Küstro packen. Genau wie den. Dann schicken wir noch von dieser Linie machen wir eine sofortige wieder aus und schicken diese Fahrzeuge halt auch zurück. Es kann kein Weg gefunden werden, elektrisch. Das ist doch hier alles elektrisch. Oh ne, ist es nicht. Jetzt aber. Schicken wir natürlich auch zum Depot. Ich glaube, über kurz und lange wird sich das dann auch rentieren. Mal so ein bisschen abwerten. Na gut, die sind halt natürlich auch schnell, also wirklich viel schneller sind sie nicht. Die sind sogar genauso schnell. Da passt ein bisschen mehr rein, ne? Natürlich zum Depot sind noch alles hereinkommend.
bin natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Der wird doch hier irgendwo jetzt gerade stehen, ne? Stehen jetzt beide hier nicht. Wo ist denn der eine jetzt hin? Der wird doch... Ah, der wird jetzt zum anderen Depot, zum Kens Kystroa Depot fahren. Ist jetzt natürlich die Frage... Schafft der das? Da muss ich den Einzug hier noch anhalten. Wo auch mal der gerade ist. Der ist nicht hier. Wo ist denn der? Das passt alles. Hä? 4 und 2. Achso, ich verstehe. Ist das jetzt der da vorne fährt? Müsste ja der sein. Kann man das andere auch zuweisen, da fahren sie auch schon wieder direkt auf der Strecke. Linie zuweisen. Wow, oh, Hilversheim ist es. Hilversheim, kommen wir da überhaupt rüber? Jetzt auf jeden Fall. Da ist ein bisschen Flasche unterwegs. Da ist wahrscheinlich wieder einer zu viel. Na ja, ja doch. Ein Zug zu viel, mehr oder weniger. So können sie wahrscheinlich gar nicht aufnehmen, ne? Nachschubbewertung 72% nur, what? Ist gut, kann man machen. Ja, das läuft jetzt langsam an, ne? Ja, hier noch ein bisschen schleppend. Bisschen schleppend, aber gut. Haben wir ja auch mehr oder weniger erst begonnen, ne? Eieiei. Güter. Das ist nicht Kunststoff, das ist Baumaterial. Aber nicht nur Baumaterial, Schlagebaumaterial. Hier haben wir es. Holen wir noch mal ein paar dazu.
schon die ersten Städte da. Oh, 1000 haben wir schon mittlerweile. Sehr schön. Das ist gut. Kommen wir genügend weg. Ich würde fast sagen, immer noch nicht, oder? Wir haben eine Frequenz von, also wir haben im Prinzip eine Rate von 481, wobei es ein Jahresdurchsatz, ne? Das Problem ist, die Fabrik kann halt gerade sehr viel. Da ist zwar nichts im Lager, aber die kann gerade sehr viel produzieren. Das bekommen wir fast gar nicht wirklich weg. Na ja, doch mittlerweile schon. Vielleicht auch ein paar Fahrzeuge zu viel. Na gut, die Stadt soll ja auch wachsen, ne? Die wächst aber schon eine Breite, merkt man hier, ne? Die geht eher. Geht so ein bisschen mit hier lang, aber halt auch schon sehr stark hier Richtung Dings. Wird eigentlich. Produktionsmäßig, okay, Schlage wird prinzipiell produziert. Aber sollen wir denn mehr. Wie können wir dann mehr davon abtransportieren, wenn da kaum was hinkommt? Das ist das Ding. Wenn da halt kaum was hinkommt, na, dann kann man halt auch wirklich wieder was abtransportieren, ne? Aber gut. Aber gut. Heilige Scheiße. Schon was hat die komplette Route, ne? Ja, moin. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge. Mal gucken, was wir nächste Folge machen. Vielleicht fällt mir was Gescheites ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.